Hat sonst noch jemand in der Nacht, in der Kylie ermordet wurde, das Zimmer betreten oder verlassen? What is this? A recurring nightmare? Read my lips. Only person I saw was Kylie. Hat Kylie immer versucht, ein bestimmtes Zimmer zu bekommen? She stuck with the same room. It was the guys that was always different. Können Sie uns sonst noch etwas sagen? This some kind of joke? One of them hidden camera shows? Look, I told you everything I know already. Now, if you don't mind. So, Kylie used this room all the time, and the manager says he didn't see anyone come out the door. But doors aren't the only way you can get into a room. Ja, und das habe ich damals schon. Check out the fire escape. A Juliet could let a lot of Romeos in that way. Das wollte ich schon beim letzten Mal. It's also a great peeping Tom perch. Could somebody have seen what went down in this room? Untersuchen. Und normalerweise, ganz ehrlich, gute CSIs hätten es auch beim letzten Mal untersucht. Someone hanging out on the fire escape, then entering the room, might have put their hands down right here. Ganz ehrlich, das sind wieder so Sachen, eigentlich ein wenig unlogisch. There's no prints here. Weil normalerweise, wie gesagt, ist das so eine Geschichte, wo man sagen muss, ja, diese Abdrücke hätten schon beim letzten Mal auffallen müssen, beziehungsweise gefunden werden müssen. Und hätten damals dann zu einem Moment geführt, von wegen, wir haben hier noch einen Verdächtigen. Irgendwer hat von draußen reingeschaut. Seltsam, seltsam. Nur mal so am Rande erwähnt. Alright, let's see if there's anything that was overlooked. So. Aber komisch, dass jetzt gerade am Ende plötzlich immer die weißen hier Sichtschutzblöcke verschwunden sind. Und wir jetzt tatsächlich die Figuren mal vernünftig sehen können. Es ist schon fast irritierend. So. Irgendetwas übersehen. Irgendetwas übersehen. Was könnten wir übersehen haben? Wo könnten wir etwas übersehen haben, vor allem? Let's try her computer. Ja, auch das wollte ich beim letzten Mal. Let's look at these appointments in terms of the evidence we've already gathered. There's a Murphy here. Lita's maiden name, Bernard Murphy. We need to check it. Let's take a printout. Aha. Das ist also das Interessante für uns. Jetzt mit dem modernen Wissen? Mit dem neuen Wissen, so rum. So, ein Ausdruck, der mehrere Treffen von Kylie und Bernard Murphy belegt. Und Wattestäbchen mit Schmutz. Ein Wattestäbchen mit Schmutz vom Fensterbrett außer an der Feuerleiter. Erstmal hierhin. What do you need? It's our ever popular calcium gluconate and aloe vera mix. Which puts Lita on the fire escape at some point, and also puts her in the hotel room via that entry. Obviously, Lita and Kylie are acquainted. Lita learns Kylie's going to the hotel, to her favorite room, which Lita stakes out from the fire escape landing. Lita waits for the couple to finish their fun. She doesn't even bother with gloves. Look, Ma, no fingertips. Devin exits. Kylie heads into the bathroom. Lita climbs in, tears the cloth, getting some of that custom hand cream on it in the process. Kylie comes out of the bathroom. Nein! Oh. With Kylie dead, Lita stages the scene, tying up the corpse, blindfolding her, leaving the way she got in. Fire escape. That's how it could have happened. But why did it happen? What's Lita's motive? Nochmal. Lita waits for the couple to finish their fun. She doesn't even bother with gloves. Look, Ma, no fingertips. Devin exits. Kylie heads into the bathroom.
Lita climbs in, tears the cloth, getting some of that custom hand cream on it in the process. Kylie comes out of the bathroom. Her friend Lita jumps her, wraps the ligature around her neck, and strangles her onto the bed. Ja, ich sollte wirklich die Hand weglassen von dem Teil. So, enthält Calcium, Gluconat und Aloe Vera. Stimmt mit der Substanz auf dem Stoffwetzen überein. Gut. Dann gehen wir mal zu Jim. Yes? Können Sie etwas über Bernard Murphy finden? I'll give it a shot. Well, Bernard Murphy worked at the Washoe County Crime Lab some years back. Das ist, was können Sie uns über Bernard Murphy sagen? Let's bring his file and see. Dismissed a few years ago for breaking evidentiary collection procedures. Whoa, his dismissal involved a drug raid at Sophia Benedetti's home. Oh, man. Guess who was called as a procedural expert at Murphy's disciplinary hearing? Gil Grissom. Wo befindet sich Bernie Murphy? Bernie Murphy? Bernard Murphy wahrscheinlich eigentlich heute. I can see if there's any record of him. Holy. Bernard Murphy committed suicide last week. Können Sie eine Fahndung nach Wilkinsons Pickup rausgeben? I'll send out an APB right now. Maybe somebody will spot it and it'll lead us to Gil. So, verstehe. Gut. Hier haben wir fast alles. Nur dieser eine Schlüssel ist noch übrig. Hier sind die Reifenabdrücke noch übrig. Wahrscheinlich, weil wir noch so einen Ort haben, wo der Pickup kommt. Und hier müssen wir mit diesem Dokument noch etwas anfangen. Yes? Vielleicht bei dir? Sorry. Can't do anything with that. Dann hier vielleicht. Kein Ergebnis. No match. But all that means is that Bernard Murphy didn't have a criminal record. Okay. Ein Ausdruck der mehrere Treffen von... Es gibt keine Kriminalakte über Bernard Murphy. Dann gehen wir nochmal ins Gefängnis. Möchten Sie uns etwas über Ihren Vater, Bernard Murphy, erzählen? What a triumph for you, to have figured that out, and it only took you forever. Möchten Sie uns erzählen, warum Ihr Vater vom CSI gekündigt wurde? Well, isn't that obvious, considering present company, because of the incompetence of this place, and its subpar staff. From what we hear, it was your father's incompetence that got him dismissed. My father was a brilliant man, a dedicated, underappreciated investigator who misguidedly gave his life to this job. And look at the competence of his peers. Sad. It's just sad. Really? Then what was the real reason for his dismissal? Politics, corruption, the well-connected Mr. Benedetti. He wanted his daughter to walk, so he paid some of Vegas's finest to tamper with the evidence, got the case thrown out. In the process, my father was framed into taking the fall. I can assure you this department would thoroughly look into such a thing. Your precious Grissom was there. Did he look into it? He has no feel, no feelings for the human species. We're less than bugs to him, literally. And no one wanted to stand up to Benedetti. That left my father to take the blame. Was können Sie uns über den Selbstmord Ihres Vaters erzählen? My father was everything to me. The only one who understood me. The only person on this earth I was ever close to. And now he's gone. Forever. Job well done, CSI. He took his own life. And it was not over the job he lost, but the woman he lost. If the people around him here at CSI had stood up for him, given him the benefit of the doubt, he wouldn't be driven into the arms of that showgirl slut. He'd be alive today showing all of you how to do this job. Haben Sie Sophia getötet, weil Ihre Festnahme zur Entlastung Ihres zur Entlassung Ihres Vaters führte? I lost my father because Benedetti's daughter was a crack addict and Papa was covering up for Baby. My father took the fall for that poor little rich junkie. And that's why you killed her? I don't remember saying I killed her. I will point out that the scales of justice have achieved a certain ironic balance. I lost my father, Benedetti lost his daughter.
hat vor Jahren gemeinsam mit Bernard Murphy bei der CSI gearbeitet. Leader behauptet, dass Grissom zum Teil für die Entlassung ihres Vaters verantwortlich war. Bernard Murphy hat letzte Woche Selbstmord begangen. Ihr Vater wurde wegen Verfahrensfehlern im Fall Sophia Benedetti entlassen. Sie gibt Grissom die Schuld. Dann haben wir hier unten... Abdrücke, die wahrscheinlich von ihr stammen, wurden auf einer Arzneiflasche in Kylies Wohnung gefunden. War bereits verheiratet, ihr Geburtsname war wahrscheinlich nicht Callisto. Ihr Mädchenname war Murphy. Hat vielleicht eine Verbindung zu Bernard Murphy, der auch in Kylie Yardstroms Computer gelistet war. Befand sich auf der Feuertreppe des Hotels, in dem Kylie getötet wurde. Ihr Vater war Bernard Murphy. Der Gärtner und Dr. Wilkinson haben nichts wirklich Neues noch für uns zu bieten. Und ich frage mich, ob Brass etwas hat. Thanks to that APB on Wilkinson's truck, a patrol officer spotted a vehicle of that description heading into a U-Keep self-storage lot. But that's several hundred storage rooms and I can only get a warrant for one specific room. Welche Rolle spielte Grissom bei der Entlassung von Bernard Murphy? I'm ahead of you on this one. Grissom believed the evidence might have been tampered with and went on record as to Murphy's possible innocence. But the mayor at that time buried Grissom's report, most likely due to the Benedetti family's influence. Können Sie überprüfen, auf welches Schließfach Schlüssel 10072 passt? I can give the company a call. They do have a locker registered to that key number, but it might just be a coincidence. It's unit 417. Let's hope your theory is correct. So, okay. Indizien. Da. Vielleicht der Schlüssel zum U-Keep Schließfach Nummer 417. Dann gehen wir erstmal nochmal kurz hier hin. Wussten Sie, dass Grissom einen Bericht eingereicht hat, der von der möglichen Unschuld Ihres Vaters ausging? You can lie and try to manipulate the truth all you want. Gil Grissom sold my father out. The biggest irony of all, if a CSI of my father's abilities were here, he'd find Grissom. Maybe you'll find him too. Someday. Sie glaubt uns einfach nicht. So. Haben wir hier... Kann ich glauben, dass Grissom versuchte, ihren Vater zu schützen? Dann muss Grissom es ihr selber sagen. Gates locked. Can't force entry without a warrant. So we have to find a link between Lita and these lockers, and fast. We can try the key we found in Lita's apartment. If it's a locker key, maybe it'll also open the front gate. So. There it is, over there. Unit 417. This could be it. Let's try the key on it. It's jammed. Hey. Hey, I'm in here. Did you hear that? There's someone inside. It's gotta be Grissom. Let's find something to pry the door open with. Okay, okay, okay. Ich bin ja schon dabei. So. This might be good to get some leverage on the door. Ja, ich bin ja schon. Zack. Danke. We'll still need something else from around here to use this with. We can't use that here. Ja, ja, schon gut, schon gut. So, was haben wir dort? Ne, das ist wieder dieses Ding. Oh. We can use this as a fulcrum. Let's take it. Und hopp. Great. We can use these to pry the door open now. Those bugs, the flesh eaters, they're all over him. Kath? Catherine? Gil, we're here. Everything's all right. Lita, the Benedetti case. Murphy was fired because... I know, Gil. For once, I'm way ahead of you. You saved my life. I had help. Our newbie here came through big time. Sure did. I think, maybe we can declare your probation period over. Well, you could say we worked the bugs out. And now we'll be going to the hospital, Mr. Grissom. We're gonna check you out like the walking crime scene you are. It's time for your evaluation. I've spoken to your fellow CSIs.
Sarah, Nick, Warwick, Catherine all give you high marks. Greg and Doc Robbins are also impressed. Devin Rogers is a free man now, cleared of any involvement in the Kylie Yardstrom killing. As for me, well, let's say I'm glad you were on the Callisto case. Yes, Jim. Yes. Really? I'll be right there. It never ends. Good work. Only a few things you left unexamined. Try to be more thorough next time. Schon wieder 14%. Now you've finished all the cases, but there's one more set of bonus material if you can go back and complete them all with 100%. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, erstmal anzeigen. Das Konzept A zu Catherine. Nochmal zu Gil. Also hier sieht Gil deutlich eher wieder seinem echten Bildnis aus. Also es ist scheinbar echt die Brille, die da viel ausmacht. Aber er wirkt auch hier zu kantig. Lida Murphy Callisto. Oh, das ist scheinbar mal so ein ursprüngliches Bild von ihr. Greg Sanders. Also hallo, das ist doch überhaupt nicht Greg. So gar nicht. Desert Demonstration Gardens. Und Apotheke. Gut. Tja, da würde ich mal sagen, wow, damit haben wir das erste CSI-Spiel durchgespielt. Wir haben alle Fälle bezwungen. Mehr oder weniger. Ich muss sagen, so Fall 4 wurde hinten raus dann doch ein bisschen logischer, obwohl es echt am Anfang so verwirrend war alles. Und ich muss sagen, die Story vom fünften Fall, ein bisschen vielleicht zu tragisch, zu sehr wie so eine griechische, um auch hier auf diesen Ast aufzuspringen, so eine griechische Tragödie, alles so sehr übertrieben, aber hat mir gefallen und hat so ein Konzept über Fall 1, 4 und 5 quasi so geschlagen, so ein Rad geschlagen über die Fälle, die dann verbunden wurden und quasi so ein großes Ganzes bildeten. Sehr schön, sehr cool. Ich werde vielleicht im Privaten nochmal alle Fälle durchgehen, um so die 100% überall zu erreichen, weil das reizt mich dann doch noch etwas. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem Spiel. Ab morgen, wenn alles gut geht, werden wir also schon im zweiten CSI-Spiel weitermachen. Das CSI Dark Motives, also quasi, ich glaube, das ist der einzige deutsche Titel, der nämlich der einen englischen Titel im Deutschen hat. Und ich muss schon sagen, Hut ab vor dem, was uns hier geleistet wurde. Also grafisch ist das Spiel jetzt natürlich nicht das Beste. Es ist ja auch ziemlich alt. Wir hatten diesen blöden Bug, der uns natürlich auch viel kaputt gemacht hat. Also optisch gesehen war da vieles, irgendwie nicht so schön und alles. Storytechnisch muss ich sagen, Fall 1 hat natürlich durch die Wendung am Schluss nochmal bei mir Pluspunkte gesammelt. Fall 2 fand ich sehr lame und irgendwie doof, aber ansonsten, ne, die anderen Fälle waren dadurch jetzt natürlich ziemlich cool und interessant, spannend und hatten so einen schönen menschlichen Faktor quasi, ohne irgendwie dieses Endboss-Szenario zu haben, wobei natürlich Lida so ein bisschen Endboss-Szenario schon hatte, aber anders als bei der Bienenkönigin, wo es immer irgendwie hochgepushter wurde, war das hier wirklich so alles auf einem Level, storytechnisch, von diesem Aufbau her. Ich hatte, also mit den Fällen, die haben vieles rausgerissen, da hatte ich meinen Spaß, aber spieltechnisch hat es mir auch viel kaputt gemacht und war teilweise wirklich so diese kleinen Stellen, die man richtig zufällig finden musste, das Handy, den Rauch in dem einen Fall, so Sachen machen einem wirklich den Spielspaß dann kaputt, weil das sind so teilweise Zufallsfunde wirklich und nicht, oder ich habe da nicht besonnen genug
überlegt oder gesucht, aber ich fand zum Beispiel, das Handy war wirklich ein reiner Zufallsfund, weil man hat Angst, eigentlich auf die Catherine-Hitbox zu treffen, wenn man da hinklickt, und überlegt deshalb gar nicht, dass da vielleicht wirklich was sein könnte. Naja, abgesehen davon, wie gesagt, tolles Spiel. Ich muss aber sagen, der sechste CSI-Titel, den wir ja jetzt davor gespielt haben, gefällt mir insgesamt dann doch irgendwie wieder ein Ticken mehr, weil da einfach das Gesamtpaket besser war. Aber das ist halt auch ein neueres Spiel. Das muss man halt immer. Es ist immer so schwer, das dann immer auf so ein Vergleichslevel zu bringen. Naja, wie gesagt, ab morgen geht's dann weiter mit dem nächsten Spiel, wenn alles so klappt wie geplant. Was bei mir immer mit Vorsicht zu betrachten ist, das wissen wir ja. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Spiel. Ich hatte letztendlich doch meinen Spaß. Nach ein paar Durchhängern zwischendurch, aber die gibt's immer. Und jetzt genug gequasselt, meine Güte, ihr müsst das arme, ihr müsst, ihr Armen müsst hier die ganze Zeit diesen Hauptmenü-Screen sehen. Ich sag mal, Cheerio, the King has left the building.